Amsterdam, London, Lissabon, Neuenhof bei Zürich, Istanbul und Turin. Wisst ihr, was diese Städte gemeinsam haben? Nun, sie haben alle ein Waterstudio von Hansgrohe und wir sind heute in Hamburg unterwegs und schauen uns so ein Waterstudio mal an. Also lange Rede, kurzer Sinn, los geht's! Ja, hi Stefan! Hallo. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, sehr schön, dass ihr hier seid. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Du, und ich finde es ja super toll in Hamburg, aber da habe ich auch gleich eine Frage an dich. Warum denn eigentlich hier? Ja, das ist das erste Waterstudio. Willkommen hier bei uns im ersten Waterstudio von Deutschland. Die Idee war damals, mit AXO haben wir gestartet, damit man nicht so weit in Schwarzwald muss. Und am Wasser hier an der Elbe im Stiehwerk gibt es genauso lange wie AXO auch. Und Hansgrohe ist dann nachgezogen. Dadurch ist hier das Waterstudio entstanden, beide Marken vertreten mit zwei herrlichen Showrooms und das Wasser ist natürlich hier vor der Tür, wir bewegen ja das Wasser und sind im Fluss des Wassers und da war es natürlich sehr naheliegend, nach Hamburg zu kommen und hier im Stiehwerk, wo eigentlich 35 Designmarken vertreten sind, natürlich dabei zu sein, wo Leute sich mit schönsten Dingen beschäftigen können. Und kannst du mir vielleicht noch ein bisschen was zum Konzept sagen? Was genau steckt dahinter? Also die Idee war, dass hier im Stiehlwerk eigentlich man alles hat, von der Küche, Sofa, Teppiche, also wirklich vom Feinsten, alle Marken zusammen sind. Das heißt, wenn man ein Haus vielleicht erbt oder sich jemand neu baut, sagt, wo kann ich mich informieren, ist im Stiehlwerk eine der ersten Adressen in der Stadt. Hier sind auf 8 Etagen alles Gute, was sagen wir, das Design zu bieten hat. Und da wollten wir natürlich nicht fehlen. Und das Stiehlwerk ist auch sehr froh, dass wir hier mit dem Thema Wasser ins Stiehlwerk gekommen sind. Und wir haben halt hier auch am Samstag geöffnet. Wir haben hier also viele Gäste, die sich informieren, Handwerker, viele Architekten, Innenarchitekten, die sich eben erstmal informieren, welches Produkt vielleicht für sie in Frage kommt, um ihre Projekte dann auch hier jetzt einmal zu besprechen mit ihren Kunden. Ich habe Kunden, die kommen aus Berlin, aus Köln, aus Bremen, also es hat ein großes Einzugsgebiet bis Hannover und haben also viele Gäste, die eben auch Termine machen und sich hier hinsetzen und wir können halt von der Technik, wir haben alle auch das neue Raintunes-Thema hier, um dann den Kunden zu zeigen, wie es in Funktion geht. Cool, dann würde ich sagen, dann schaue ich mir das Waterstudio mal genauer an. Ja, dann gehen wir mal zu Lars, der wird euch gleich hier mal rumführen und die schönen Dinge von Hansgrohe zeigen. Okay, let's go! Ja, hi Lars! Hi Victoria, auch von mir nochmal herzlich willkommen im The Water Studio Hamburg. Ja, vielen Dank. Ich war ja eben schon mit dem Stefan unterwegs und genau. Der hat mir gesagt, du zeigst mir jetzt ein bisschen was. Ja, selbstverständlich. Hier in unserer Hansgrohe Markenwelt sehen wir viele Produkte von Hansgrohe, wie zum Beispiel unsere neue Pulsify Brause. Ja. Zusätzlich sehen wir noch verschiedene Ansichten, verschiedene Produkte in verschiedenen Moods, in verschiedenen Fliesen, verschiedene Farben, verschiedene Oberflächen. Wir haben einen Küchenbereich dabei, ja. wo wir was zeigen. Und hinter mir siehst du dann auch noch unsere neuen Serien Finoris und Vivenis mit allen Oberflächen, die wir mittlerweile bei Hansgrohe bieten. Perfekt abgestimmt, was die Farben betrifft. Vielen Dank. Und ich habe gehört, das ist jetzt ein Raum hiervon. Ihr habt ja noch mehrere Highlights. Genau. Lass uns rübergehen in die AXO Markenwelt und dann zeige ich dir auch noch, was es da zu erleben gibt. Machen wir. Aber bevor wir darüber gehen, zeige ich dir noch hier unseren Bereich. Ja. Hier haben wir das Thema Rain Drain und Extra Stories. Ja. Sowie nochmal ausführlich erklärt unsere Technik, damit sich hier auch unsere Handwerkspartner informieren können. Das ist echt cool. Aber weißt du was? Jetzt bin ich gespannt auf AXO. Ich spanne dich nicht weiter auf die Folter. Lass uns rübergehen. Ja, jetzt sind wir hier bei AXO. Wie du siehst, eine ganz andere Stilwelt wie drüben bei Hansgrohe. Wir starten hier direkt mit einer unserer Highlights bei AXO mit der Citerio E in der tollen Oberfläche Brushed Red Gold. Und direkt weiter geht es mit unserer Serie AXO One, designed von Barbara Oscarby, in der neuen Trendfarbe Mattschwarz. Mattschwarz, das ist wirklich aktuell der Trend. Egal wo man hinguckt, sieht super aus. Dann schauen wir mal, was du mir noch so zu zeigen hast. Genau. Du siehst einen Überblick über alle unsere AXO-Kollektionen, in den tollen Finishes, die wir machen können. Alles PVD-Finishes in Gold oder Brushed Gold. Du, jetzt interessiert mich aber noch, was gibt es denn hier noch für Besonderheiten in AXO? Welche Designmerkmale gibt es noch? Kannst du mir dazu noch was sagen? Neben der Tatsache, dass wir hier mit weltberühmten Designern zusammenarbeiten, haben wir bei AXO auch die Möglichkeit, verschiedenste Oberflächen und verschiedenste Individualisierungen anzubieten. Das heißt, du bekommst deine Armatur genauso, wie du sie haben willst. Voll cool. Jetzt hast du mir so viel über das Waterstudio erzählt. Jetzt frage ich mich natürlich noch, wie läuft denn das hier eigentlich alles ab und wer managt denn eigentlich das Waterstudio? Und die Fragen kann dir unsere Showroom-Managerin Katrin viel besser beantworten. Ja, dann gehen wir mal zu ihr.
Ja, hallo Katrin. Freut mich mega. Du, sag mal, ich habe gehört, du bist hier die Showroom-Managerin. Sag mir mal, was heißt denn das konkret? Genau. Ich bin die Showroom-Managerin für beide Showrooms hier, für Axor und den Hans-Grohe-Showroom. Ich bin Ansprechpartner für die Kunden, die hier vorbeikommen und durchs Stilwerk laufen, während der regulären Öffnungszeiten. Regulär geöffnet heißt bei uns 11 bis 18 Uhr montags bis freitags und 11 bis 16 Uhr am Samstag. Das heißt, alle Kunden, die hier durchs Stilwerk laufen und mal bei uns reinschauen möchten, können sich umschauen oder wenn sie möchten, natürlich auch beraten werden von uns hier. Weil du es gerade gesagt hast, Stichwort beraten, was muss ich denn machen, um eine individuelle Beratung zu bekommen? Wenn ich tatsächlich eine individuelle Beratung haben möchte, also vielleicht als Installateur oder als Großhandel und meinem Kunden auch vorbeikommen möchte, der sogar schon konkrete Vorstellungen hat, manchmal ist das ja so, dann macht es wirklich Sinn, im Vorfeld einen Termin zu buchen. Wir sind telefonisch oder per E-Mail erreichbar und die Kontaktdaten findet ihr auf der Hans-Grohe Pro-Website. Ja, mega cool. Und sag mal, habt ihr denn auch Veranstaltungen oder Events hier? Ja, wir haben auch hauseigene Seminare oder technische Schulungen, die häufiger mal hier stattfinden. Und die Daten dazu, die findet ihr auch auf der Hans-Grohe Pro-Website. Das heißt, es lohnt sich immer mal da vorbeizuschauen und mal zu gucken nach den Daten und Uhrzeiten, Orte und dann vielleicht auch immer teilzunehmen. Vielen, vielen Dank, Katrin. Ich freue mich, dass wir Einblicke bekommen haben, liebe Zuschauer. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch von Ihnen. Es war sehr, sehr schön, hier zu sein und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Ja, sehr gerne. Tschüss.